So, gut. Die Übertragung müsste laufen. Guten Abend, Katze. Ach ja. Na, mal schauen, ob wir dann heute das Finale des Spiels beschreiten oder. Was wir denn da letztendlich heute alles erleben werden. Ich entschuldige mich an der Stelle erneut für die Geräusche des Ventilators. Ich hoffe, sie sind nicht zu penetrant. So, dann würde ich sagen, halten wir die Orgelmusik mal an. Starten das Spiel. Das ist aber wahrscheinlich wieder keine. Lass mich raten, das ist wieder keine Musik. Oh, doch, es hat Musik. Aber die ist auf meinen. Die ist für mich viel zu leise. Okay. Wenn wir die jetzt so machen. Sollte das. Wenn man keinen Ventilator hört, ist natürlich perfekt. So, jetzt höre ich das Spiel auch wieder. Ich frage mich, wieso da immer wieder die Einstellungen geändert werden. Das ist furchtbar. So. Und ich habe jetzt mal kurz noch eine Sache zu erledigen, denn es gibt da eine kleine Herausforderung, die ich eigentlich schon lange mal machen wollte, an die ich aber jetzt ewig nicht gedacht habe. Hier sehen wir nur die Arena, aber hier hinten haben wir eine Strohpuppe. Und was machst du denn hier? Oh, ist das nicht nett? Sie hat mein Übungsziel nach mir gestaltet. Wahrscheinlich eine Ehre. Wahrscheinlich, um meine Kampffähigkeiten zu ehren. Okay. Nee. Damage per second. Katze. Damage. Ah, damit geht's. Okay. Nee. Nee. Na gut. Gut. Alles gut, Katze. Und hallo, Pokespot. Machen wir die Waffen wieder voll. Ja, ich habe wieder die Benachrichtigung bekommen. Ich mache gerade übrigens eine Übertragung. Gut, dass ich das jetzt auch mal mitkrieg. Sagt mir ja keiner. Ihr wart schon mal da. Schauen wir mal zu den Herausforderungen, weil. Naja, ich meine, mich da erinnern zu können, dass es dafür das Finale noch eine gab. Alles ja, alle Energieelemente.
Alle Noble Nickel. Challenger. Pit of Pits. Ja, das ist das, was wir dann später da freilegen bei dem Buddler. Arena. Arena. Moment. Ach so. Heat-Tanks, Tialwelten. Ah, okay, das waren schon die beiden. Die Geheimbosse des Hubs. Ja gut, die müssen wir jetzt noch freischalten, schätze ich. Das Hammer. Das Hammer. Genau, das haben wir noch. Das sind diese ganzen Oberwelten-Herausforderungen. Genau, das waren die, wo wir ohne Schaden überall durch müssen. Da haben wir auch noch einiges vor uns, aber irgendwie schaffen wir das schon. Mhm. Tier 10. Ah. Okay, irgendeiner der Finalen, ja. Das heißt, später muss ich eins der finalen Level. Every room in the show finale. You know, without spending weapon energy. Aha. Ich sehe gerade erst, die Dinge haben ja richtige Namen. True Mastery, Emptiness, Masochism. Das wäre wieder was für Steve. So. Ja, die. Ja, mal schauen, vielleicht haben die Juroren ja dieses Mal was Besseres gebaut und nicht einfach nur die Mechaniken der Teilnehmer irgendwie eingebaut. Jedes Kostüm. Mhm. Golden Guard. Ja. Dürfen wir uns warm anziehen. Wenn ich irgendeins der finalen Level ohne Schaden machen soll. Sehr nur schön, wenn ich die dann irgendwie später nochmal betreten könnte, weil so ganz ohne. Ich gehe nur bis zum entsprechenden Level-Poke-Spot, dann warte ich auf dich. Sollte man die letzte nicht schaffen können. Ah. Ja, okay, Pokespot. Da hast du recht. Da hast du recht. Hätte noch das Wörtchen Other gefehlt. So. Sag mal, irgendeins von diesen Hintergrundobjekten kann ich doch garantiert wieder ansprechen, oder? Jetzt, wo ich gerade mal so drüber nachdenke. Irgendeins dieser Hintergrundobjekte spricht doch wieder mit mir. Ah, Moment mal. Was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Müssen wir später die ganze Umgebung wieder untersuchen. Wir wissen ja aus dem ersten Wettbewerb, dass sich die Geheimbosse dann irgendwo in der Oberwelt befinden. Und ganz gerne mal recht heimtückisch versteckt sind. Dann ist da mal wieder irgendwo eine Kiste, wo vorher keine war. Oh je. So, du sprichst ja nicht mit mir. Hm. Ah ja, okay, da drüben ist auch nichts. Nun gut. Nun gut. Rein logisch gesehen, ja. Nee, der Kerl mit dem Kapuzenpullover hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Geschichtlich gab es bisher noch kein Weiterkommen. So, dann fangen wir doch mal an. Nach 11 Minuten. Quarantine Woman.
3 Nobelnickel, ein Ausgang. Und hoffentlich ein Robot Master. Sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Interessant, dass sich diese Gegner umdrehen. Ich glaube, das haben die Originalen nicht gemacht. Was machst du da auf dem Boden, Sniper Joe? Ja. Gut, habe ich das gemacht. Die sauberste Art und Weise, das Ding zu holen, aber... Und erstmal dem kriechenden Moment. Warning, no human. Was haben die denn gegen Menschen? Okay, warum frage ich das überhaupt? Class A, Hazard. Okay. Bin gespannt, wie der Boss aussehen wird. Also wenn die immer nur so am Boot hinkriechen. Maggie Man. What? Hoi. Oh wow. Das hat mich überrascht. Ah komm, du kennst doch Maggie, oder Katze? Ja, da kommen vielleicht ein paar viele Leute das Seil herunter. Was? Achso, ich verstehe erst, worum es hier. Warum die überhaupt hinter mir her sind. Eieiei. Naja, da kann man aber so gut, kann man aber so durchkommen. Ist nur die Frage, ob Maggie wirklich so bekannt ist. Im Englisch. Bei Maggie wird ja wahrscheinlich eher eine deutsche Marke sein, oder? Okay, einfach durchrennen, haut nicht hin. Aha. Naja, es gibt das Maggi-Kraut, was in der Gewürzsoße sehr stark vertreten ist. Ist halt die Frage, ob man es im englischsprachigen Raum dann auch kennt. Also ganz ehrlich, das Thema des Levels ist ja gut und schön. Aber es sind halt stellenweise schon ein paar viele Gegner. Was ist das denn da drin? Die können auch noch klettern. Oh wow, die können... Das sind wirklich fähige Gegner. Wow. Ja, fähige... Ja, okay. Er konnte nicht sehen, dass ich hinter ihm herklettere, ne?
Aber bei diesen Reagenzgläsern da im Hintergrund, das bietet sich doch wahnsinnig gut an für ein Easter Egg, oder? Ist jetzt gleich irgendwie ein Pokémon drin ist oder so. Autsch, was mach ich denn da? Und irgendwie fehlen mir gerade noch so ein bisschen die Nobelnickel. Aha, ja. Ich weiß nicht, was dein Plan gewesen wäre, Ersteller oder Erstellerin. Aber ich mach das so. Ah. Ja gut, da gibt's auch einen Ausweg. Auch hierfür gibt es einen Ausweg. Was denn für Geräusche? Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Ach du Schande. Das ist wie ein ganz eigenes Spiel hier drin. Und die gehen auch noch auf die Viecher. Wow. Wow. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Level hier gerade. Wie gesagt, die Quarantäne. Leute. Sind vielleicht ein paar viele auf einmal. Gerade die, die vom Seil herunterfallen, hat man es vielleicht ein bisschen sehr gut gemeint, aber abgesehen davon. Mystisch. Eck! Huh. Nett. So. Hallo Quarantänefrau. Was? Nett. Die Bratze darf ich aber jetzt nicht jedes Mal wieder besiegen, oder? Nee. Ja, wenn die Attacke ein bisschen durchschaubarer wäre und nicht dermaßen chaotisch wäre, würde ich nichts sagen, aber... Genau, sowas. Was müssen die Leute denn mit ihren Bossen dann immer so übertreiben? Das ist doch... Mein Gott! Das spricht denn gegen Bosse, die dynamisch sind, aber halt trotzdem ein bisschen festere Muster haben, die nicht gleich wieder die halbe Arena zu kleistern.
Also diese Blob-Attacke hier, die wirkt auf mich halt einfach nur chaotisch. Vor allem, dass hier noch so ein Schub hinterherkommt an Schleim. Der... Naja, Katze. In Mega Man wird nicht immer übertrieben. Das zu sagen ist falsch. Da. Allein diese Abfolge. Da. Das kann man als Spieler halt auch nicht anständig lernen, sowas. Da vor allem, die beschleunigen in einer unvorhersehbaren Art und Weise. Das ergibt keinen Sinn. Und, Pokéspot, wieso ziehst du jetzt gerade Saw heran? Ich sehe schon, du wirst mir Spaß machen später in der Arena. Das war so richtig. So, ja. Tschüss. Ja, Saw ist ja auch weniger gruselig. Saw ist mehr eklig und in einer gewissen Art und Weise tiefgründig. Gut, dass ich alle... Ich hatte alle drei Noble Nickel? Echt? Am Anfang der mit den Tellys? Dann der mit den Stacheln? Ach ja, und dann noch der mit dem... Okay, ja. Ne, also das Level an und für sich, wie gesagt, da waren die Quarantäne-Gegner, finde ich stellenweise einfach zu viele. Ich meine, an der einen Stelle kommen die halt runter, da kommen drei vor dir an dem Seil runter und hinter dir kommen noch zwei angelaufen und die halten halt mehr als einen Schuss jeweils aus. Ansonsten, dass sie so intelligent sind und an Leitern klettern können und sowas, finde ich gut, dass sie einen da aktiv verfolgen und das auch so wirklich können, dass sie... in Anführungszeichen intelligent sind, mochte ich sehr gerne. Auch die Schreckeffekte, es hatte was. Auch die Hunter jetzt kurz vom Boss war super. Hab mich sehr gefreut. Auch die eigenen Grafiken, die Viecher, die da aufgetaucht sind. Sehr gut. Das Einzige, es war halt stellenweise einfach ein bisschen zu voll an Gegnern. Man hätte Gegner halt stellenweise vielleicht ein bisschen taktischer einsetzen können. Das Level lebte halt primär von seiner Präsentation. Und hatte halt spielerisch dann stellenweise... nicht ganz so viel zu bieten, wie es zu bieten haben hätte können. So. Schauen wir mal los. Ich fand irgendwie, dass es sich mehr auf das, in Anführungszeichen filmerische konzentriert, als tatsächlich ein Level sein wollte. Anfang der ersten Hälfte passiert einfach nicht viel. Aber das war seiner Meinung nach gewollt. Wechsel zur zweiten Hälfte hat ihn total erschreckt. Dann kamen auch die Probleme. Mochte die künstliche Intelligenz? Ja. Aber wurden schlecht eingeführt. Yep, können schnell zu viele werden. Später an Orten, wo sie einem plötzlich gar nichts mehr tun können.
Oh Gott, Pokespot. Sehe ich's gerade. Nein, 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 nein. Mit sowas fangen wir gar nicht an. Außerdem habe ich Mega Man 11 schon vorbestellt auf Steam. Mach dir da bitte keine große Arbeit. Wir brauchen da gar nicht großartig damit anfangen mit irgendwelchen Geschenken oder sonst irgendwas. Ich meine, wenn es sonst weiß nicht wie vielen Jahren mal so weit sein sollte und ich tatsächlich irgendwie so eine Spendenmöglichkeit habe oder sowas und bei dir dann auch eine finanzielle Situation herrscht, wo du da sagst, es wäre in Ordnung, dann kann man über sowas reden. Aber jetzt gerade einfach so zu sagen, bitteschön, ich schenke dir das hier, auch wenn es vom Preis her allem Anschein nach erschwinglich ist, kauf dir solche Sachen, wenn dann für dich selber. Schau selber, dass finanziell alles gut ist. Und wenn das alles soweit im Lot ist, dann kann man drüber nachdenken, ob man anderen Leuten so etwas einfach schenkt. Aber das ist jetzt keine gute Idee. Das muss ich einfach sofort dementieren. Tut mir leid. Aber ich weiß es trotzdem zu schätzen. Versteh mich nicht falsch. Dankeschön trotzdem für den Willen. So, machen wir mal hier weiter. Die Sende mit den Tanten ist schön. Aber es hat irgendwie das Gefühl, dass Gegner-Spam ist, weil es einfach nur viel zu viele überall, einfach nur zufällig irgendwo sind. Ja, das meinte ich auch. The bugs are kind of nightmare-inducing and made me very uncomfortable. Das war vielleicht der Zweck dahinter, werter Juror? Das mit Mega Man 11 ist so eine Sache. Ich meine, so häufig kommen ja Mega Man Spiele jetzt auch nicht raus, ne? Da müsste ich eigentlich schon mal die Regeln des Kanals ausnahmsweise beugen. Ich meine, wann habe ich sie schon mal wirklich gebeugt? Ein, zweimal, meine ich, kam das vor. Einmal bei einem gemeinsamen Projekt, das schon etwas neuer war. Und ja, die Legacy Collection war halt. Oder? Oder gab's was anderes? Ach, ich weiß gerade nicht mehr. Die Hallenhand hat ihn wieder erschreckt, aber hat überhaupt keine Bedrohung. War keine Bedrohung. Einige Säuretropfen werden auf Zubik platziert und treffen einen nie. Ah, Mega Man Maker. Stimmt, das war das neue Projekt. Danke für den Hinweis, Katze. Mega Man Maker. Ich habe letztens mal wieder so ein bisschen an Leveln rum gebastelt. Vielleicht kriegen wir irgendwann einmal noch Level von mir zu sehen. Und dann sind alle enttäuscht, weil ein Großteil der Level schon entstand, während Mega Man Maker gerade erst herausgekommen war. Und viele der neuen Inhalte gar nicht zur Geltung kamen. Ach ja. Sensing a pattern here? Stil über Substanz. Ja gut, Pokespot, die habe ich ja schon gesagt. Wenn deine Level soweit fertig sind, brauchst du mir das nur rechtzeitig sagen. Wenn ich mal wieder was für Mega Man Maker aufgenommen habe und dann kann man das machen. Ja, ich muss jetzt dann mal wieder schauen, dass ich mir ein bisschen Zeit freischaufle und damit ich mal die ganzen Nebensachen auf dem Kanal so weit möglich zu einem Ende bringe. Es nervt mich schon sehr, dass auf meinem Kanal mittlerweile so viele Sachen sind, die unvollendet wurden. Unvollendet blieben. Mochte den Boss nicht, weil man beim Boss halt nicht wirklich viel die Möglichkeit hat zu lernen, weil alles sehr schnell daherkommt und sehr viel Schaden macht. Noble Nickels sind irgendwie komisch. Das zweite ist unglaublich frustrierend.
weil die Hazmat. Er meint, dass man kommt mit Rushjet da überall wieder raus. Meine Güte. Tut euch doch nicht so runter. Fand, dass viel Mühen in das Level geflossen sind, aber insgesamt. Aber er denkt nicht, dass es letztendlich ein spaßiges Erlebnis ist. Ein ziemlich hinabreißendes Ergebnis für den fünften Platz. Ach ja, an Konzepten probiere ich auch immer wieder herum. Ich experimentiere sehr viel mit Bossen herum und habe mittlerweile wieder eine neue Level-Idee, die wieder ein bisschen was anderes sein soll. Weiß nicht, was er von einem Robot Master namens Quarantine Woman erwartet hat, aber es war gut. Aber so war es nicht. War fantastisch. Wirkte wie. Fühlt sich, als wäre es von einem professionellen Mega Man Fangame Entwickler gemacht worden. Zufällige Musik. Okay, generell diese ganzen Eigenheiten, die ich vorher auch schon nannte, die wir gesehen haben, fand er großartig. Die ganzen optischen Eigenheiten, Ästhetik und der Musikwechsel. Generell, wie es halt so ein bisschen in die Horrorrichtung ging. Okay, irgendwo hat er eine Leiterkollision vergessen. Jumbic neben einem Bildschirm, bin ja im Bildschirmübergang, deswegen er kaum reagieren konnte. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Quarantine Woman macht ein bisschen viel Schaden dafür, dass die Projektile, dass die Angriffe so schnell sind. Größte Problem die Noble Nicklax. Sie unglaublich schwer zu bekommen. Ach komm. So dramatisch war das jetzt auch nicht. Macht die Art, also wie das Level seine Geschichte erzählt. Und jedes Mal, wie es sich verändert, wenn es ein neues Element einbringt. Atmosphäre und die Spielgeschwindigkeit sind beeindruckend. Hatte viel Spaß. Hat allerdings das Gefühl, dass es ohne die Noble Nicklax besser gewesen wäre. Weil sie nicht wirklich Spaß machten und nicht schwierig zu bekommen waren. Was habt ihr denn alles probiert, um diese Noble Nickel zu bekommen? Meine Güte. Nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten. Ich glaube, die haben da alle zu kompliziert gedacht. Ich meine, manchmal tue ich das auch. Aber in dem Fall haben sie es anscheinend alle. Boah, hat gedacht, dass einen Noble Nickel über Sakugarne und einen dieser Quarantäne-Typen zu erreichen wäre. Da hat man sich ein bisschen sehr schwer gemacht. Gegner wurden manchmal ungerecht platziert. Weswegen der Spieler Schaden fressen muss. Dann gab's Bugs. Warum dürftest du die wegschmeißen, Pokespot? So, großartige. Ja, irgendeiner dieser Käfer flog wohl genau dahin, wo der Spieler hingehen wird. Ja und? Auch wenn ich es gerne selber manchmal tun würde, man sollte durch Level nicht einfach nur durchrennen können.
Fand das großartiges Detail, dass die auf die Käfer geschossen haben? Ja, fand ich auch gut. Das macht sie glaubhaft. Mochte am meisten die Szene kurz vorm Boss mit der Hand. Man hat so eine Atmosphäre, aber manchmal muss man zu viele Spieler fressen. Schaden fressen, was die Spielerfahrung hemmt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man lieber einen Treffer einsteckt, als dass man versucht, mit Fähigkeiten durch das Level gut durchzukommen. Aber trotzdem beste Ästhetik und Geschichtsausführung. Okay. Naja gut, manchmal ist es einfach vernünftiger, wieder komplett von vorne anzufangen, als dann nach irgendwelchen kleinen Fehlern zu suchen und die auszumerzen. Das ist halt leider manchmal so. Vor allem, weil das Ganze theoretisch eine Kettenreaktion hervorrufen kann. Findest du einen Fehler, dann merkst du über diesen Fehler, dass noch ein anderer Fehler vorgekommen ist und so weiter und so weiter. Bis dann am Ende ein Konstrukt vorhanden ist, mit dem man einfach ganzheitlich überhaupt nicht mehr zufrieden ist. Weil es durch diese ganzen Probleme... dann aussieht wie Schweizer Käse. So, finde das Level absolut beeindruckend. Fast alles ist perfekt. Oder nahezu perfekt. Die Ideen dahinter und die Bosse waren großartig. Bosse, Mehrzahl. Grafik und Musik waren großartig. Levelgestaltung ist sehr solide. Manchmal gab es vielleicht sind die Gegner ein bisschen zu stark wieder erschienen. Die Noble Nickels waren schwer oder verwirrend zu bekommen. Ansonsten hat er selber sehr genossen und es war extrem gut gebaut. Hatte kein Level erwartetes mit dem Alien. Und das beim Alien-Thema mit reinpassen würde, aber hier ist es. Hatte das Level. Und mal wieder ist er dankbar dafür, dass es einen Robin Master gibt. Level verlässt sich quasi ganz auf die Gegner und hat aber funktioniert. Die eigenen Einbauten sind unglaublich. Kann sich näher daran erinnern, dass Mega Man Level gespielt hätte. It's enemy set honors to goodness AI. Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht übersetzen. Das Flair und die Details. Ui. Da zieht ein Sturm auf. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Oi, das sind große Hagelkörner. Ach du Schande. Oh, kleinen Moment. Ich habe das Gefühl, da muss ich gleich bei was helfen. Kleinen Moment. Das bereitet mir Sorgen. Entschuldigt. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Der Hagel ist mittlerweile stark Regen gewichen. Aber meine Güte, das waren echt große Hagelkörner gerade. Und wie die von allem abgeprallt sind, die sind mit einer Wucht runtergekommen. Das habe ich noch nicht erlebt. Naja. Ich hätte mal den Pausenbildschirm aktivieren können in der Zwischenzeit. Mist. Entschuldigt. So, machen wir weiter hier. Das Finale ist ein bisschen voll mit Gegnern. Brennender Ryov? Bei manchen Nickel war es ein bisschen schwer rauszukriegen, wie man sie kriegt. Und der konstante Strom an Gegnern war ein bisschen zu viel, ja. Wordmaster ist ein grundlegend toller Kampf. Fühlt sich so ein bisschen wie Shoot'em up. Okay. Brennender Recyclinghof. Ach du Schande. Du kriegst es noch hin, Katze. Du kriegst das hin, du schaffst das. So, das größte Problem an Level ist allerdings sie. Sie ist zwar großartig, einzigartig und recht schwierig, aber vielleicht ein bisschen zu schwer. Das Hauptproblem ist mit einer Ausnahme, dass es im Kampf einfach keine wirklichen Anzeichen dafür gibt, was für ein Muster sie nutzen wird, weswegen der Spieler sie nicht wirklich vorbereiten kann. Hat eine Weile gebraucht, bis er sie besiegt hat und sich daran gewöhnt hat, wie sie funktioniert. Schwierig zu sagen, was genau man machen muss, um überhaupt der nächsten Welle ausweichen zu können. Allein schon wegen der Präzision, die gefordert wird. Oh weil. Na, hoffentlich geht das bald vorbei, Katze. Das ist ja furchtbar, was da momentan passiert. Insgesamt war das Level brillant. Eine der einzigartigsten Erfahrungen, die er in einem Mega Man-Spiel hatte. So. Weißt du, ich muss das Budget, das hier in das Festival investieren würde, wirklich respektieren. Die Organisatoren haben einen Abwasserkanal, einen Wald, eine U-Bahn, eine Arkade, eine Videospielarkade, einen virtuellen Realitätsraum, ein Restaurant, einen Turm und eine Plattform, die bis in den Weltraum geht, gebaut. Denk nur mal drüber nach, wie viel das kostet. Ah, versehentlich nach oben gedrückt. Okay, das war Nummer 5. Ab zu Nummer 4, wenn ich es jetzt nicht weiter verbocke. Was haben wir denn hier? Hey, Glassman. 81 Teilnehmer, ha? Mir ist egal, wer gewonnen hat. Ihr seid in meinen Augen alle Gewinner. Herz. Ja, ich hab's schon gelesen, Pokespot. Nur weil ich Kinder nicht mag, heißt das ja nicht, dass ich ihnen Schaden wünsche. Das darf man nicht falsch verstehen. Ich kann Kinder einfach nicht ausstehen. Ich kann mit ihnen nichts anfangen und... Oh, hey. Ich kann mit Kindern nichts anfangen, sie nerven mich und es gibt vielerlei Dinge an ihnen, die ich nicht mag. Aber deswegen wünsche ich ihnen keinen Schaden. Ich möchte sie einfach nur auf Distanz zu mir haben. Das ist es. Ah, das bin gefunden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte gehofft, ich müsste nicht mit irgendjemand reden. Ich rede nicht gern. Bin ich so nicht gut darin? Menschen, die Leute mögen Witze, richtig? Einfach mal sehen.
Was soll denn jetzt Mann sagen? Du bleibst hier und ich gehe nach vor. Ich geh vor. Bitte bewerte mich nicht! Was ist denn bei euch los? Ich dachte gerade, Katze hätte das geschrieben, dann... Oh, wow. Leute, es gibt genügend Katastrophen. Es darf auch wieder enden. Eieiei. Ah ja, da oben steht Quinte rum. Ich nehme mal an, zu dem komme ich auch nur über einen Geheimgang. Ja, kann mir vorstellen, dass dann hier einfach irgendwo was ausgetauscht wird und da kann ich dann... Da kann ich dann rein. Ich finde schade, dass ich nichts dafür bekommen habe, dass ich diesen Meteor gefunden habe. So, Nummer 4. Blackmore Darkwing. Neapolitan. Neapolitan, man. Okay. Neapel, man. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was ihr macht. Ah. Das ist eine interessante Idee. Mhm. Oh. Das sind interessante Gegner. Ja, gut. Warum nicht? Wieso habe ich das Gefühl, dass es sich vielleicht bei dem Thema hier um Sahne handeln könnte? Oh mein Gott, das sollte ich nur tun. Aua. Ich weiß nicht, was Neapolitan ist. Ist das Milch? Oder Sahne? Oder was ist das? Okay, ja, so langsam glaube ich wirklich, dass es um Milch geht. Was jetzt, Waffeln? Aua. Das war mutig. Upa. Die sollten aber dann nicht wie Eisblöcke zerbrechen. Meiner Meinung nach. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Aufgepasst. Mhm, ich
sehe das Problem. Das ist eine nette Herausforderung. Aber halt nett auf eine positive Art und Weise gemeint. Interessant, dass die in 8 Richtungen nur auf begrenzte Reichweite. Aha, okay. Interessante Nutzung der Flashman-Blöcke. Der Ton ist interessant. Und er ist drauf reingefallen. Erfolg für den Ersteller. Ach ja, Katzen, die auf Bäume klettern, dann nicht mehr runterkommen. Das Problem ist, manche von denen lernen es aber dann auch einfach nicht. Ja, ich verstehe das Problem schon. Nochmal Zwischengegner. Den Block sehe ich zum ersten Mal. Dramatische Interviews wegen einer Katze, die im Baum, die vom Baum nicht mehr runterkommt. Wer immer sonst keine Probleme hat, ne? Aber bisher, muss ich sagen, macht das Level echt viel her. Die neue Geschichte wird mir gefallen, warum? Auf der anderen Seite bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Grund tatsächlich erfahren möchte. Interessante Nutzung der Mechanik. So. Du bist wahrscheinlich auch wieder optional. Mhm. Ah. Habe ich nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Meine Rolle wird noch wichtiger. Ich hatte es nach deiner Aussage eben schon fast erwartet, dass du sowas sagen würdest. Ich bin gespannt. Okay, so langsam glaube ich, dass es sich bei alledem hier um Eiscreme handelt, vom Thema her. Das war knapp.
Danke, Maxi. So. Letzter Nobelnickel nehme ich an. Ich darf hier wieder rückwärts durch. Ich sehe das doch jetzt schon wieder kommen. Das ist eklig. Es ist halt auch vielleicht mein Eis. Man lernt mich noch etwas näher kennen. Okay. Dann bin ich gespannt, was du potenziellen Spielern über mich zu sagen hast. Ich dachte mir schon, dass ich da wieder runter stolpere. Ach komm, Pokéspot. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht hier in einer öffentlichen Übertragung. Noch großartig. Thematisieren. Alles, was recht ist. Aber dafür steht's nicht. Dafür bin ich nicht da. Ja. Jupp, es geht um Eiscreme. Ja, okay. Dennoch überlege ich gerade, ob ich, bis diese Dinger runterfallen, ihnen theoretisch einen sicheren Punkt in der Arena habe. Trotzdem, Pokéspot. Ich werde hier keine symbolischen. Ich werde hier nicht symbolisch irgendwelche Pokémon erledigen. Ah ja, der Boss kann ja doch mehr. Nee, der Boss ist in Ordnung.
Musste das jetzt wieder sein? Katze, du warst doch dabei, als wir das goldene Stahlos damals gefangen haben. Aber das brauchen wir nicht weiter thematisieren. Lassen wir das Thema einfach. Das gehört hier nicht hin. Wieso hat das... ist so beeindruckend. All diese Lichter, Statuen. Der Fakt, dass es im Weltraum ist. Das wird die beste Geschichte in meinem Leben. Du musst die mich... Pretty flattered. Verlegen. Sie verlegen sein. Nee, das Level war gut, die Herausforderungen waren gut. Der Boss war in Ordnung. Fantastisches Level. Vielleicht ein bisschen lang. Entwickelt seine Mechaniken auf großartige Art und Weise. Eiscreme-Mechaniken sind sehr kreativ. Mochte es, wie ihr die neuen Mechaniken mit den bereits vorhandenen aus dem Entwicklerpaket zusammengeführt hat. Mochte die Eiscreme-Kanonengegner. Eine der besten Kanonentypen, die ihr jemals gesehen hat. Die Gestaltung ist sehr clever und jede Mechanik wird gut eingesetzt. Mochte am allermeisten den Kampf gegen den Mixer über den Waffelplattformen. Ja, weil der Kampf durch den... weil man die Plattform zweimal trifft, wenn man Schaden erleidet. In dieser Engine. Yep. Sehr gut gestaltet und macht Spaß. Mochte auch die Noble Nickel Bonusräume. Hat die Mechaniken gut erweitert und das mochte er sehr. Sehr viele Details. Wieder, dass die Eiscreme-Eimer mehrere Geschmacksrichtungen haben. Ansonsten macht sehr viel, unglaublich viel Spaß, ist gerecht. Und der Bosskampf war ordentlich lernbar. Und ein guter Abschluss. Das Einzige, was ihn ein bisschen verwirrt hat, war Erdbeerblockmechanik. Ich finde, dass es nicht so toll eingesetzt wurde. Er hat das Gefühl, dass man die Blöcke genauso gut entfernen hätte können. Aber die sind ja kein Hauptteil des Levels. Ansonsten ist es einfach nur fantastisch. Sehr kreatives Level mit tollen selbstgestalteten Gegnern. Außerdem hätte ein bisschen besser sein können. Manche Sektionen hatten zu viele Gegner. Das ist der erste Raum mit dem... der erste Noble Nickel Raum. Schaut die Gutsman-Plattform-Gegner ganz genau an. Naja. Du musst halt schauen, wann die ihre Creme abschmeißen. Und wenn du das einmal soweit gesehen hast, dann kannst du dich entsprechend fortbewegen. Du weißt ja, dass dir an den Stellen, wo sie nichts werfen, dich nicht treffen können. Von daher... Der Miniboss fand er ein bisschen lächerlich, besonders wenn er ihn auf zerbrechbaren Böden bekämpfen soll. Und ja, beim Boss konnte man sich in der linken Ecke bleiben. Die meisten seiner Attacken trafen eigentlich. Richtig.
Multiplikation, wie das Thema des Levels umgesetzt wurde. Dass immer wieder neue Elemente hinzugefügt wurden und mit den vorherigen Elementen aber gut verbaut, zusammengebaut werden. Der Boss machte Spaß und auch die zweite Phase hat die Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit wurde erhöht, ohne dass er gleich ungerecht wurde. Mochte allerdings die Nobelnickel. Mochte allerdings die längeren Nobelnickel-Effekte nicht besonders. Meine Güte. Entschuldigt. Sind eine extra Herausforderung, aber manchmal. Manchmal lenken sie ein bisschen zu sehr vom Hauptpfad ab. Ich komme jetzt so gar nicht. Macht das hinter dem Hornet Chaser Block. Jetzt die anderen. Ist jetzt keine anderen Segmente gebraucht, die davor sind. Ansonsten ist das Level sehr toll. Eine gute Schwierigkeitskurve Kurve und Progression. Gegner wurden gerecht platziert. Aber die Projektile werden zum Schluss ein bisschen viele, wenn man nur den Buster, das Freundchen, nutzt. Das ist eine großartige Arbeit. Beeindruckendes Level, macht das Konzept. Das sieht sehr gut aus, findet er. Selbst wenn man das beiseite lässt, das Level zum Großteil gut gestaltet. Macht Spaß zu spielen. Manche Sektionen wurden allerdings irritierend, weil die Gegner weil es ein bisschen schwer war, mit den Gegnern zurechtzukommen. Aber das war kein großes Problem. Erneut ein sehr gutes Level. Freut sich wieder über den Robot Master? Ich finde das super. Thema ist perfekt umgesetzt. Gegnergestaltung ist brillant. Sehr originell. Großartige Ideen. Exzellente Convenience. Man kann das Level sehr flüssig durchspielen. Selbst die grundlegenden Konzepte wurden gut umgesetzt. Die Ausführung scheint aber Probleme. Die Wafer, ich glaube, ist das eine Waffe? Ist das Waffel? Ist Wafer Waffel? Nee. Es geht um irgendwelche Blöcke, die nicht wieder erscheinen. Was ungewöhnlich für Mega Man-Objekte ist.
Aber ich glaube schon, dass die Waffeln gemeint sind. Man hätte sich mehr darum kümmern müssen, dass die wieder erscheinen, weil man ansonsten in hoffnungslosen Situationen gefangen ist. Weil manchmal keine andere Wahl hat, sich zu erledigen wegen der Situation. Das ist aber das größte Problem des Levels und auch nicht unbedingt ein kleines. Die Noblen Nickels waren herausfordernd, die meisten fühlten sich aber gut an zu bekommen. Der Big Eye war sehr komisch. Ja, ja, saukomisch. Das ist genau eine dieser Situationen, die du gerade angesprochen hast, aber okay. Die einzige Ausnahme ist der Zwischenboss-Rückkampf. Bei dem man ein bisschen mehr planen muss, um überhaupt überleben zu können. Ja, das ist halt der Zwischengegner mit den Waffeln. Das würde man von einem Zwischenboss nicht unbedingt erwarten. Und das irritiert auch ein wenig. Ich weiß nicht, ob der zweite Rückkampf unbedingt gebraucht wurde, weil es nicht wirklich einen Unterschied gab. Am allerbesten war aber der Boss. Der ist fantastisch. Hat eine schöne Schwierigkeit. Variiert. Und einige sehr knappe Angriffe. Die Variation an Attacken ist eine gute Begründung für seine 2 Lebenspunkte leisten. Und die Phasen in diesem Kampf gibt. Hat sehr viel Spaß gemacht, um zu bekämpfen. Und man merkt, dass sehr viel Mühe reingeflossen ist. Insgesamt ein sehr spaßiges Level. Ist einfach nur, dass diese Waffelangelegenheit ihn recht gestört hat. Aber in der Summe aller Teile, macht dieses Problem wieder wett. Das einzige Problem mit, das ist das einzige Problem, das er bei diesem Level sieht. Okay. Mit dir kann ich auch nicht reden. Schade. So. Nummer 3. Wahrscheinlich. Also bekommt in Nummer 3 kein Blindfisch. Dritter Platz. Corbin Freeman, Hauntman. Ja, man merkt schon, einen Robotmaster einzubauen bringt schon viel. Ja gut, bei dem Robotmaster-Namen war zu erwarten, dass wir es wieder mit einem gruseligen Thema zu tun haben. Ja, wir gehen so ein bisschen in die... Wir gehen so ein bisschen in die Richtung von Shade Man, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, wenn ich mir gerade diese Oberflächen so ansehe, das ist doch relativ deutlich... Ghouls and Goblins, oder? Oder Ghouls and Ghosts. Also... Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Das hingegen, okay.
Okay. Ja gut, das war dann einfach ein Missverständnis meinerseits. Aber gut, dann spielt man halt mit dem Hintergrund und nicht mit dem Vordergrund. Da hab ich jetzt so kein Problem damit. Weil Hintergrund und Vordergrund gleichbedeutend sind. Ich sehe halt jetzt schon. Ja, jetzt schon, dass diese Zombie-Gegner ein bisschen besser eingesetzt werden hätten können, aber vielleicht wird das ja noch. Okay. Das sah auffällig aus. Hat er das Level nicht 2 Noble Nickel? Das da oben ist vielleicht ein bisschen knapp bemessen. Okay, das ist machbar. Okay. Tja, stellt sich jetzt noch die Frage, wo geht's lang? Ah ja. Nach oben. Ha. Da fand ich die Raumfahrt ein bisschen komisch. Ganz ehrlich, weiß nicht, was ich von diesen kleinen levelartigen Gegnern halten soll. Gut. Also wenn ich dabei, wenn sie da sind, wenn ich rutschen muss, oh, ich glaube, wir haben jetzt nur einen gefunden, ne? Yep, das hat mich eben auch an die Silhouetten-Level erinnert. Einen Moment. Oh, wäre auch zu schön gewesen, wenn da jetzt noch der andere Noble Nickel gewesen wäre. Dann dürfen wir hier wohl nochmal rein. Du übernimmst doch garantiert nicht die Statuen im Hintergrund. Ist das im Hintergrund Isaac? Mensch, als hätte ich's gewusst. Oh, ich krieg sogar Heilung. Ui. Und natürlich du selber noch. Ha. Aber du bist jetzt leicht zu besiegen. Okay. Gut. Gut. Schönes Level. Ärgert mich nur, dass ich den einen Noble Nickel nicht bekommen habe. So.
Wo ist der Noble Nickel? Wo könnte ich was übersehen haben? Knapp. Okay, wird es. Da sah der Abgrund für mich jetzt persönlich ein bisschen sehr auffällig aus. Das Level ohne Treffer schaffen. Boah, darum kümmern wir uns, wenn wir Alessandra erledigt haben. Wenn wir uns dann an die Herausforderungen wagen. Ach so, die Ziele, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich würde die ganze Zeit meinen, dass ich da irgendwo in die Wand rein kann, aber nein. Ah. Jo, so einfach. So einfach könnte das sein. Da haben wir ihn schon. Perfekt. Gut. Nein, gutes Level. Sehr gutes Level. Schöne Ideen, schön umgesetzt. Gefällt mir. Oh mein Gott, ich liebe dieses Level. Mechaniken. Wie könnte man ein Asset? Die Inhalte wurden gut ge... so... toll. Sind nicht unbedingt das originellste. Schattenmechaniken gab es ja jetzt doch schon eine ganze Weile. Doch. Aber sie wurden extrem gut genutzt. Mochte es, wie sie mit den Mechaniken der Engine verbunden wurde. Die Bauten mit den Schildhackern und den Bodenteufeln wurden gut eingesetzt, waren gut. Vielleicht die besten Nutzungen in der Schildhacker, die ihr jemals gesehen habt. Machte die finale Schattenpassage. Als ein bisschen selbst den Weg geht, nimmst falsche Gegner auf die Schatten, setzt während die echten Gegner darüber sind. Die Schwierigkeitskurve ist großartig, die Herausforderungen sind sehr gut gestaltet, insgesamt ein fantastisches Level. Der Bosskampf ist wirklich toll. Auch wenn das entsprechende Konzept schon mal vorher da war. Nach der dritten Phase. Das Ganze leistet wirklich gute Arbeit. Super großartige Arbeit. Ein sehr
sehr guter Teilnehmer, sehr guter Kandidat für sein favorisiertes Level. Es ist sein zweitliebstes Level. Sehr super kreativ und spaßig. Wirkte wie aus einem wirklich, wirklich guten Fangame. Virtuelle Realitätsmechanik war Wahnsinn. Okay, wenn das virtuelle Realität ist, wenn du meinst. Okay. Hätte gerne ein ganzes Level, das darauf basiert. Ja, ne, da könnte man dem Spieler empfehlen. Und man war besonders toll mit dem Boss, der zwei verschiedene Körper übernimmt und sich mit ihm angreift. Kampf war gerecht und einfach zu lernen. Das einzige Problem ist, dass es Blöcke gab, die ein bisschen zu sehr mit dem Hintergrund verschmolzen. Insgesamt dennoch eine fantastische Arbeit. Nein, müsst ihr nicht Pokéspot. Das ist ja wieder was anderes. Fangames und Hacks, die von Leuten gemacht wurden, die ich kenne, die spiele ich ja alsbald. Ich meine, die Mega Man Overload Hacks habe ich ja dann auch relativ bald gespielt. Gut, beim ersten habe ich mir Zeit gelassen, gebe ich zu, aber danach, später, habe ich die so schnell gespielt, wie es ging. Sehr gutes Level, das sehr viele Dinge richtig macht, dass die Beschwerden hier eher wie Haarspalterei wirken. Aber zuerst ein Kompliment zum kreativen Mechaniken und einem super spaßigen Boss. Die Probleme mit dem Level... Die Gegner wurden manchmal ein bisschen zu trivial platziert, sodass sie nicht unbedingt eine Bedrohung darstellen. Das lange nachdem sie überhaupt eingeführt wurden. Und es gibt eine Holzgrafik im Level, bei der man dachte, sie wäre Teil des Hintergrunds, warum er sie einen Treffer in diesem Teil des Spiels, des Levels hinnehmen musste. Trotzdem sehr spaßig und gut gemacht. Er ist beeindruckt, Levelgestaltung sehr solide, manchmal vielleicht ein bisschen hart, ansonsten sehr genießbar. Mochte. Er meinte, das Halloween-thematische Level eher oftmals eher generisch und uninteressant wirkt, aber das hier ist eine Ausnahme. Er mochte die selbstgestalteten Gegner und das die Hauptmechanik. Der Boss ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Sehr solides Level. Die neue Mechanik war eine wundervolle Idee. Auch wenn sie spielerisch recht einfach ist. Plattform-Gegner-Segment. Aber sein Flair, den Begriff haben wir bei ihm jetzt schon öfter gelesen, nimmt ein normales Plattform- und Gegner-Segment und macht daraus etwas Originelles. Ja, eine Nuzlocke werde ich daraus auch nicht machen. Jetzt, nachdem ich diese eine Demo gespielt habe und weiß, dass das gesamte Spiel in die Richtung gehen wird, nein. Manchmal ist es alles, was gebraucht wird. Die Hauptmechanik wurde gut eingeführt. Und das, was am Ende des Levels davon kommt, ist perfekt. Dass alle Elemente des Levels in einer interessanten Herausforderung kombiniert werden. Die mit der Perspektive des Spielers spielt. Manchmal ihre Aufmerksamkeit an den falschen Ort lost. Oder lenkt. Sehr froh, dass es recht einfach in dem Level zu sagen ist, was eine Grube ist und was nicht. Die neuen Gegner sind auch toll. Das einzige Problem waren die Super Mario Bros. 3 von Super Mario Bros. 3 inspirierten Teufel Boo Böden.
weil man sie wegen der Plattform darüber einfach überspringen kann. Das zweite äußere Gebiet ist ein wenig plump. Das erste dieser Gebiete ist in Ordnung, weil es den Spieler die neuen Gegnertypen aufzeigt und the second one? Verstehe ich gerade nicht. Keine Entschuldigung, aber es ist nur ein tiny slog partway through the stage. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es war ein ziemlich plumpes Segment, das man mit einem Level hatte. Ja gut, zum Ende muss auch Gariri irgendwie mal beeindruckt sein. Weil Ace Spark halt einfach viel zu sagen hat. Robotmaster ist sehr clever, mochte wie er aussieht. Vielleicht ein bisschen zu viel Zufallsbasiertheit. Die Ritterform kann den Gegner, kann den Spieler sehr leicht in der Ecke einkesseln. Als eine Feuerballattacke durchaus ein gewisses einen gewissen Raum braucht, um ihm auszuweichen. Aber mochte wie viel Schaden er macht, weil er daraus wirklich zu einer Bedrohung wird. Die Magieformen sind ein wenig seltsam. Setz mal. Als er ihn bekämpft hat, sah er nicht mal die Donnerattacke, sondern nur die Eissplitter. Deswegen der Kampf ziemlich einfach war. Man hätte begrenzen sollen, wie oft der Boss die Silberattacke nochmal einsetzen kann. Ja, das wäre eine Sache, die vielen Bossen im Allgemeinen gut täte. Ich schaue da einen ganz bestimmten Eiselch an. Die Geist von... The Ghost Form gave Gradius final boss flashbacks. Diejenigen, die sich überhaupt nicht wehren, ja. Weiß nicht, ob das was Gutes ist oder nicht. Hätte sich gewünscht, dass die letzte Form tatsächlich irgendwas tun würde. Aber kann halt nicht viel. Die anderen beiden Formen waren in Ordnung. Insgesamt ein absolut großartiges Level. Und hat die Inhalte sehr gut genutzt. Gutes Zeug. So, da waren es nur noch zwei. Ja, da kommen die Favoriten. Hey Shadowman. All diese Statuen verängstigen mich. Tun sie das. Aber wo ich gerade hier bin, ich muss hier kurz was machen. Wir hatten da unten einen Quint herumstehen. Mit dem möchte ich reden. Ich weiß zwar nicht, ob es mir irgendwas bringen wird. Aber ich will dahin. Hey Quint. Na? Ich versteck mich hier oben, weil sich alle aus irgendeinem Grund über mich lustig machen. Okay. Das war nicht wieso. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das der Quint in diesem Wettbewerb war. Ich glaube schon. Wir haben mal gegen einen Quint gekämpft, der es durchaus in sich hatte. Ja, ich glaube, das war dieser Wettbewerb hier. Der geht schon so lange, dass ich bei manchen Dingen schon nicht mehr weiß, war das dieser Wettbewerb oder der vorherige. Nun gut. Rang Nummer 2. Entity 1037. The stage nobody asked for. Das Level, das sich niemand wünschte.
Ja. Spiked Wallman. Ach du Schande. Was zum Geier kommt jetzt hier? Hey. Das Level, das niemand wollte. Wieso geht's hier weiter? Ist das hier der normale Weg? Ja, Steves Lieblingslevel, zweifelsohne. Das ist entweder Mega Man 9 oder 10. Auf jeden Fall Wily-Level. Die Idee kommt mir bekannt vor, Hust Hust. Ne. Sehr gut. So war das geplant. Wenn da am Anfang ein Noble Nickel war, dann können wir den später genauso ganz leicht wiederholen. Das war eine nette Idee. Was sollte das denn? Ich würde mal behaupten, im ersten Entwurf des Levels existierte diese Zwischenstufe nicht. Der Remix ist auf jeden Fall schön. Ah ja, jetzt verstehe ich. Soll mich das Böse anschauen? Aha, jetzt sind Stacheln. Achso. Aha. Rot ist tödlich. Und wahrscheinlich vollkommen egal, was es ist. Und weiß ist durchlässig, alles klar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uiuiui, da hatte jemand eine Idee. Da hatte jemand zweifelsohne eine Idee. Uiuiui. Das war nicht gut. Weiß nicht, woran ich da gerade hängen geblieben bin. Ah, meine Güte. Ist das gut? Ist das gut? Das gefällt mir richtig gut hier gerade. Wie genau?
Ja, komm, Katze, schraub doch mal deine Erwartungen nicht so hoch. Man kann es auch übertreiben. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was genau hier von mir verlangt wird. Ach. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden, worum es hier geht. Hut ab. Hut ab. Das war doch nicht alles. Ha. Achso. Ja klar. Das ging in dem Fall nicht anders. Und noch eine Laserpassage hinterher. Warum nicht? Okay. Tank habe ich noch. Also thematisch wird hier gerade alles bedient, ja? Hey, gerade wirklich von einer Plattform genervt. Aha, hätte mich jetzt schon gewundert. Thank you.
Oh Gott. Ja. Das muss aber ein bisschen undurchsichtig. Fokus verlässt dich von Katze, da nicht provozieren. Gar nicht drauf einlassen. Ich dachte mir schon, dass die Plattform... ...so eine Kollision haben würden. So, mit dir geht's jetzt wieder weiter. Woher sollte ich denn wissen, dass die tödlich sind, bitte? Die hatten jetzt nicht unbedingt den Rotton der Wände. Ach, lass dich doch da gar nicht drauf ein, Pokespot. Das ist doch nur Energieverschwendung. Die Passage geht halt schon ein bisschen auf den Keks. Jetzt kommt halt wieder das. Toll. Einmal präzise hinstellen. Den Abschluss hätte es nicht gebraucht. Okay. Okay, Gegnergruppe. Habe ich verstanden. Wieder so ein Spaßvogel, der die Engine zum Explodieren bringen will. Ja, und Apache Joes waren ja schon immer die Lieblingsgegner aller. So. Thank you.
Ah ja. Ach ja, klar. Oben bleiben, wir wollen ja nicht zerquetscht werden. Gegen wen kämpfen wir hier? Duff McWhale? Tja, für manchen ist das hier jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt balsam für die Augen. Ah. Ja, halt mich nur kurz vorher davon ab, dir Schaden zu machen. Und... Ach, das war's. Das war die letzte. Alles klar. Nee, war in Ordnung. Ah, nee. Wir haben alle... Noble Nichols. Oh, es gibt einen zweiten Ausgang. Moment, ich muss nur mal kurz raus. Habe ich mir jetzt verschaut? Ne, wir haben nicht alle Noble Nichols. Blödsinn. Warum müssen die Buchstaben so einen schrillen Ton von sich geben? Es tut nicht not. Aha. Mach schon mal den ersten Noble Nickel. Das Ding hat zwei Ausgänge. Ja, vielleicht früher was von dem Farbschema wissen müssen, um hier den anderen Durchgang finden zu können. Tja, das Einzige, was dem Level halt so ein bisschen gefehlt hat, war halt so die... Das Einzige, was dem Level so ein bisschen gefehlt hat, war die Identität. Im Sinne von... Naja... Ah ja, klar, hier. Hier geht's lang. Hallo, alternative Boss-Tür. Oh oh, was kommt jetzt? Dr. Cossack? Aha. Megaman? Was tust du hier?
Solltest in Genfer irgendwo hinein marschieren, wo jemand lebt. Das reicht. Ich bin sauer. Ah, ja, ich kann's fühlen. Ah, ich brenne. Das war's, Mega Man. Es ist Zeit, dass ich mir deine Kraft hole. Hallo, Pharaoh Man. Pharaoh Man. Der Boss ist schlecht. Der Boss ist schlecht gemacht. Hä? Nein, wie konnte ich verlieren? Und er funktioniert nicht mal richtig. Aber nee, der Boss ist furchtbar. Der ist schlecht gemacht. Unvorhersehbare Attacken. Viel zu viele Lebenspunkte. So. Woher soll ich wissen, wo die Dinge runterkommen? Woher soll ich wissen, was er macht? Das ist nicht vorhersehbar. Vorhersehbar. Klärbar. Dieser Boss ist Müll. Nächstes Mal mache ich den nicht so einfach. Ach Gott. Erlaubt er sich jetzt den Sans-Scherz oder was? Ah ja. Boah, ich hab schon verstanden, wie die Erdbrocken-Attacke funktionieren soll. Es ist halt trotzdem immer noch ein mieses Konzept. Die kommen halt viel zu schnell runter. Oh, bitte kein Sans-Kampf bei Mega Man. Mega Man-Mechanik ist schlicht und ergreifend nicht gedacht für so aufwendige Mechaniken. Dafür ist Mega Man als Charakter einfach viel zu behäbig. Ja, vor allem zwei Anhöhen in den Bosskampf einbauen mit Stachelgruben, bei denen man passend stehen muss, um hochzukommen. Mist, bin daneben gesprungen. Darum ging's? Darum ging's? Der musste einfach nur in die Stacheln fallen?
Ach, komm schon. Hey, Eddie. Und das ist die Nummer 2 in der Rangliste. Dieses Little hat die Nummer 2 verdient. Wow, Yuron. Wow. Was zum Geier. Das Schlimmste und ich hasse dich. Das ist das schlimmste Level, das jemals in der gesamten Geschichte gemacht wurde. Und ich liebe es. Dieses Level nimmt die ganzen die schlimmsten und die nervigsten Mechaniken, die alle in Mega Man-Spielen hassen, macht absolut lächerliche und wahnsinnige Dinge damit. Ansonsten, das Level spricht für sich selbst. Der absolute Wahnsinn, der in dem Level los ist. Mit dem Gegner-Gespamme, Yoko-Blöcken, Quickman-Laser, gigantische Strecken mit Footholdern, suizidale Superbosse. Das Ganze gibt dem Level eine unglaubliche Menge an Charme. Und deswegen der exzellenten Gestaltung einer jeden Mechanik absolut spaßig zu spielen. Und es sind vielleicht die besten, dynamischsten und cleversten Bosse, die jemals in einer Videospielreihe gesehen habe. Was hatte der an dem Tag genommen? Ich versuche bei diesem Level einen Fehler zu finden und ich kann das einfach nicht. Dieses Level hat eine Up and Down Überraschung und einen forcierten Tod. Und das ist beeindruckend, weil sie tatsächlich clever genutzt werden, um Mechanik einzuführen, um den Spieler zu trollen, hereinzulegen. Es ist unglaublich und unglaubliches und schlaues Level und ich liebe es wirklich, wirklich. Das einzige extrem kleine Problem ist, dass es ein bisschen zu sehr an Entities Mega Man Endless Level erinnert. Aber ich bewerte es nicht basierend darauf, was andere Level getan haben. Das kreativste Level im gesamten Wettbewerb. Das war verrückt. Trotzdem hat er einige der Sachen nicht unbedingt genossen. Die Yoko-Blöcke waren einfach nur nervig und zeitraubend. Der zweite hat ihn durch eine Wand gehen lassen, bis er verstanden hat, was er eigentlich machen muss. Es hat ihn sogar einmal getötet. Der Teil mit den roten, weißen, blauen Grafiken war clever. Aber die Ästhetik war vielleicht das desorientierendste, was er bisher gesehen hat. Das Segment war clever, aber es hat ihn ein paar Tode gekostet, um sich daran zu gewöhnen. Der Boss war verrückt. Ansonsten würde sich darüber beschweren, dass sein Boss 3 Lebenspunkte leisten hat. Einfach nur deswegen, weil zu viele Angriffe hat. Ja, und vielleicht einfach auch deswegen, weil der Boss halt auch die komplette Arena einnimmt. Weil er halt einfach die ganze Zeit treffbar ist. Dann braucht er halt mehr Lebenspunkte, damit er nicht innerhalb von ein paar Sekunden erliegt. Das ist halt sehr verständlich. Und es ist sehr klar, dass sehr viel Mühen in diese Level geflossen sind.
Aber er hat nicht unbedingt viel davon genossen. Silvio spielt mit den Erwartungen des Spielers und es ist wunderschön. Kalkuliert und unvorhersehbar. Und das mag er oder sie einfach daran. Liebt er oder sie daran. Das einzige Problem manchmal auftrat, war, dass es schwer anzusehen war, weil dass man es schwer ansehen konnte. Aber ansonsten ist es exzellent. Ja, ich bin auch auf das beste Level gespannt, wenn das das zweitbeste war. Oh Gott, oh Gott. Selbst wenn ich mir... Selbst wenn sie wieder zurückgeht und... lächelt und lacht die ganze Zeit während des Spielens. Selbst wenn man in einer Sektion oder zwei verbockt. Das ist sein oder ihr Lieblingslevel, einfach wegen der schieren Unvorhersehbarkeit. Und auch wenn es nicht viel braucht. Und wie wenig es sich selbst ernst nimmt und trotzdem immer noch gut gestaltet ist. Ganz ehrlich, allein die Tatsache mit dem, hey, rote Sachen töten dich sofort, das hätte man anders einführen können, als dass man den Spieler einfach dazu zwingt, dass er sich umbringt. Ganz ehrlich. Mochte das Level. Manchmal waren ihm die Sprünge zu präzise. Die Footholder-Sektion fand er zeitraubend. Und manchmal haben ihn die konfusierende Optik. Kleinen Moment. Okay, ich muss gleich eine Pause machen. Mach das hier noch fertig und dann machen wir eine Pause. Ansonsten ist es manchmal fand er die Optik einfach ein bisschen nervig, weil sie ihn verwirrt hat. Ansonsten ist es kreativ, macht es Spaß zu spielen, gut gestaltet. Und alles passt perfekt zum Boss. Insgesamt eine genießbare Erfahrung. Zählt die Sachen auf. Und einige Bosse, die eigentlich nur Memes sind. Aha. Level ist beeindruckend. Der einzige Grund, warum das Level so gut ist, wie es ist, die Zwischenpunkte. Nimmst ein Level, in dem Megamans Lebenspunkte fast irrelevant, komplett irrelevant sind. Make the cost of dying barely a blip on the radar a speed bump rather than a roadblock. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Level. Jede Herausforderung, egal ob aus dem Entwicklerpaket oder nicht, oder irgendwas komplett selber gemacht, das ist neu, tödlich, aber gerecht. Nee. Und es ist ein Level, in dem man einen unausweichlichen Tod akzeptieren muss, weil es die einzige Möglichkeit war, die neue Mechanik einzuführen. Ja, genau. Wenn man toll sagt, anstatt was, warum? Naja. Ja, ich hab's mir da vorhin schon gedacht, als ich bei dem Roten das erste Mal gestorben bin. Biggest Rag on the Stage. Könnte ich jetzt gerade nicht sagen. Man ist halt immer wieder von den Blöcken eingesperrt worden.
das hat halt diesen Haptik-Effekt gehabt. Naja. Was will man großartig dazu sagen? Achso, es war uninteressant. Deswegen, so war das gemeint. Das war ein uninteressanter Bereich. Wenn man später die Footholder erreicht, vergisst man es. Das Footholder-Segment war sein Lieblingssegment. Clever, gefährlich und ergibt Sinn. Naja. Gut, du machst Arschlöcher aus ihnen. Alles klar. Zum Schluss. Die Bosskämpfe, sie mögen Meme-Lords sein, sind ziemlich großartig. Auch wenn ihm nicht so unbedingt gefallen hat, dass es... naja, Steve, nur weil wir hier mit den Ranglisten fertig sind, heißt das ja noch lange nicht, dass wir mit dem gesamten Spiel fertig sind. Und du kommst halt leider gerade kurz bevor ich eine Pause machen möchte, daher... ist nicht unbedingt begeistert davon, dass Todesstacheln im Bossraum sind. Ach ja, und natürlich guten Abend, Steve. Weiß gar nicht, ob ich das gerade überhaupt gesagt habe. Und wegen ein paar Aspekte im Kampf sind die Stacheln aber in Ordnung. Naja. Signaturroboter ist einer der einzigartigsten Bosskämpfe, die er jemals in einem Mega Man-Spiel gesehen hat. Die mehrfachen Lebenspunkte leisten, sind begründet durch die mehrfachen Phasen. Und er ist letztendlich eigentlich so gut wie immer treffbar. Klug. Der andere Meme-Lord ist. Er ist gut, wenn er auch ein bisschen zu viele Lebenspunkte hat. Naja, das bedeutet nicht viel, wenn er einfach in die Stacheln fällt. Das Ende ist allerdings das Beste überhaupt. Dass ein Boss in Stacheln fällt und krepiert. Okay. Shortcut to bottom. Gratulation an den Gewinner! Du magst vielleicht den Level-Gestaltungswettbewerb gewonnen haben. Aber ich denke, das geht. Aber ich denke, das geht nur, ohne dass man. Ohne zu sagen. Den besten Road Master Wettbewerb gewinnen würde, oder? Also, es geht nicht, ohne dass man das erwähnt. So. Sehr schön, jetzt noch ein Stern drüber. Das wollte ich nicht. Wir gehen dann nochmal hier auf der rechten Seite die Wand hoch. Wollen ja alles finden. Beziehungsweise. Die hat es nichts auf sich. Schade. Röp. Nichts. Nun gut, dann gab es hier wohl doch nichts weiter. Naja, aber wie gesagt, den ersten Platz gibt es erst gleich nach einer Pause, denn bei mir gibt es Abendessen und das möchte ich nicht zu kalt werden lassen. In dem Sinne, bis gleich, Leute.